Was ist der Unterschied zwischen Daniel Krause und Tattoo Krause? Das ist geil. Das ist schön. Machst du es wirklich? Es ist wirklich eine sehr interessante Frage. Weil es ist eine Frage, die man wirklich gar nicht beantworten kann, weil es ist etwas passiert, was eigentlich gar nicht passieren kann. Es gibt ja viele Leute, es können Tattoo-Models sein, es können große Tätowierer sein, es können auch Leute sein, die mit Tätowieren gar nichts zu tun haben, die versuchen, sich einen Karriereweg zu bauen. In dem Augenblick, wo man das versucht, funktioniert es nicht. Man verkrampft sich, man kommt überhaupt nicht weiter. Ja. Jetzt gab es irgendwann mal Daniel Krause, der hat einen Tattoo-Laden aufgemacht, obwohl er gar nicht tätowieren konnte. Der Sausack. Der Sauser. Und der hatte einen Kumpel, der war Tätowierer und der war aber nur bekifft. Und wir beiden waren Partner. So. Noch ein Sauser. Noch ein Sauser. So, und dann musste der Krause, der sein letztes Geld in diesen Tattoo-Laden, den er geliebt hat, weil er gerne Tattoos mochte, musste den irgendwie in Bewegung halten. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und hat das Problem gehabt, dass sein kiffender Kumpel den Umsatz nicht gebracht hat und seine Miete nicht zahlen konnte. Und dann kam irgendwann die Notdurft, dass er eine Tattoo-Maschine angefangen hat, was für ihn immer ein göttliches Werk war. Es ist irgendwann was passiert. Vor über 10 Jahren kam TV in meine Welt. Ich habe nicht Nein gesagt. Und dann hat TV das gemacht, was es meistens macht. Hat alles verdreht, alles zerknüllt. Dann wurden irgendwann Darstellungen ausgekramt, wie ich bin der Beste. Und der Krause-Weg ist, glaube ich, ein Weg, dass ich ab irgendeinem Punkt gar nicht mehr gesagt habe, also ich sehe mich zwar als Teil dieser ganzen Tattoo-Szene, aber teilweise gar nicht mehr als wirklicher Tätowierer. So, ich habe ein paar Stammkunden, die ich noch mache. Ich habe so Tage, da will ich unbedingt zurück an die Maschine. Da mache ich so kleinen Scheiß, wo du gar nicht viel Kunst für Kunden musst, einfach um es nicht zu verlieren. Aber mittlerweile füllt mich die Organisation meiner Shops, diese Organisation auch mit den Messen, was ich in Leipzig und Dresden da mit meinen Partnern mache, die Arbeit im Bundesverband, das füllt mich mittlerweile viel mehr aus, als das, was ich mache. Weil ich bin mittlerweile auch 48. So. Nein. Ich bin seit über 20 Jahren in der Tattoo-Branche. Habe ich dir vorhin kurz erzählt, der versteht jetzt, wie viel negatives Fernsehen bringt. Dass man, wenn man clever ist, es als Geschäftsmann für seine Welt aber auch braucht. Ganz interessante Geschichte. Andi Engel, mittlerweile auch ein guter Freund. So. Habt ihr einen Frieden geschlossen? Wir haben auch Frieden geschlossen. Und der ist ja auch Engel. Und den habe ich irgendwann mal hofiert für seine Kunst. Deutschland, die EU, alle arbeiten an Regeln und Bestimmungen für uns. Diese Regeln. Aber die kennen sich gar nicht aus. Also jetzt mal blöd gesagt, ein Minister kennt sich ja nicht mit Tattoos aus, wahrscheinlich. Das ist ja das Gefährliche an der Sache. Der Minister, der sich nicht auskennt, wird trotzdem ein Gesetz erlassen. Und sei es nur, dass er auf ein Wahlplakat schreiben will, ich schütze 10 Millionen Tätowierte in Deutschland, ich erlasse ein Farbgesetz, ich erlasse neue Bestimmungen für Tattoo-Läden, ich erlasse neue Bestimmungen, dass es vielleicht gar keiner mehr machen darf. Weil es ist ja blöd. Ja, es ist so, dass der Gesetzgeber kein Steuergeld anfassen will, um ein Bildungssystem zu schaffen. Damit werden wir auf lange Zeit das bleiben, was wir sind, auf uns selbst gestellt. Was der Gesetzgeber aber machen muss, wenn es im Mainstream angekommen ist, und das ist es zu 70%, muss er den Verbraucher schützen.